Streetworker, Ärzte und Polizisten schlagen Alarm. Eine neue Art von Drogen überflutet das Land. Es sind entweder Kräutermischungen oder sogenannte Badesalze und sie gelten als gefährlicher als Heroin oder Kokain. Das Unglaubliche daran, diese Drogen sind legal. Kräutermischungen. Vor allem junge Menschen konsumieren sie. Mischen sie mit Tabak und rauchen das Ganze dann. Das macht einfach ziemlich heftig Bumm im Kopf. Und dann liegt man da und weiß nicht mehr, wer man ist und wie man heißt. Und noch gefährlicher, sogenannte Badesalze, chemische Drogen. Die 4-5 Monate Badesalz waren schon ziemlich das Heftigste, was ich bis jetzt erlebt habe. Unglaublich, diese harten Drogen sind vollkommen legal zu erwerben. Und genau das macht sie so gefährlich. Der 20 Jahre alte Jörg aus Nürnberg ist ein typischer Konsument. Nach dem Abbruch seiner Malerlehre fällt er in ein Loch. Ein Freund erzählt ihm von den sogenannten Kräutermischungen. Jörg wird neugierig. Ich bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, mal was ziemlich Krasses auszuprobieren, weil ich habe auch schon davon gehört und es hat mich einfach interessiert. Habe das dann geraucht, ja, und habe dann festgestellt, dass es vom Rauschzustand nichts Krasseres eigentlich gibt so auf dem Markt. Jörg ist fasziniert von dem Kick, den er bekommt. Er raucht immer wieder Kräutermischungen, steigert seinen Konsum. In den schlimmsten Zeiten raucht er täglich bis zu 5 Gramm. Obwohl die Trips alles andere als schön sind. Man hat extreme Panikattacken. Also man denkt, man stirbt jetzt gleich sofort. Es ist komisch zu beschreiben, aber es macht quasi immer so Klick. Und dann sind 2 Minuten vorbei und dann bist du wieder da. Aber dir fällt auf, quasi, dass 2 Minuten vorbei sind. Dann macht schon wieder Klick und dann kommt das Ganze von selber. Das heißt, man hängt irgendwie in so einer Zeitschleife ein wenig fest. Legal heiß, legale Drogen. Das sind zum einen die Kräutermischungen, die geraucht werden. Eine Art Marihuana-Ersatz. Aber auch Badesalz, das geschnupft oder gespritzt wird. Es hat eine ähnliche Wirkung wie Kokain und oft viel heftiger. Die Substanzen werden immer neu zusammengesetzt und öffentlich verkauft. So lange, bis sie verboten werden. Und dann in einer neuen Mischung wieder auf den Markt gebracht. Unglaublich, harte Drogen, völlig legal. Das Gefährliche an diesen Kräutermischungen ist, man weiß nie wirklich, was man bekommt. Das eine Mal wirkt es aufputschend und das andere Mal fällt man einfach ins Koma. Dr. Markus Wähler leitet die Notaufnahme im Augsburger Krankenhaus. Er muss immer öfter Konsumenten legaler Drogen behandeln. Und ist besorgt, denn die unterschiedlichen Mischungen lösen auch extrem unterschiedliche Symptome aus. Man versteht darunter 2, teilweise auch 3 Dutzend verschiedene chemische Substanzen, die höchst unterschiedliche Symptome beim Patienten auslösen können. Das reicht von Unruhegefühl, Herzrasen, Fiebersymptomatik bis hin zu ganz schweren Angstzuständen, Aggressionszuständen, wo die Patienten paranoia-ähnliche Halluzinationen, Wahnvorstellungen entwickeln. Auf Station 14b treffen wir Peter. Er möchte hier den Entzug von Badesalzen beginnen. Peter ist schon jahrelang drogenabhängig. Badesalze nahm er als Ersatzdroge, obwohl er weiß, dass die Stoffe extrem gefährlich sind. Aufgrund dieser Tatsache hatte ich eigentlich immer versucht, meine Finger davon zu lassen. Aber dann halt eben mehrere Male eingeladen worden, immer wieder zwischendrin aber Pausen gemacht. Und irgendwann war es dann halt mal so, dass der Konsum sich gesteigert hat. Bis dahin hatte Peter einen Job als Laborant. Aber die neue Droge wirft ihn so aus der Bahn, dass er nicht mehr arbeiten kann. Ja, also in der Zeit hatte ich meine berufliche Existenz verloren, meine Wohnung verloren. Ja, auch man ändert sich auch charakterlich. Ja, man wird egoistisch. Man denkt nur noch an die Droge. Julian Lochner ist Sozialarbeiter. Er betreut Peter und 9 weitere Konsumenten legaler Drogen. Seine Beobachtung: Der körperliche Verfall ist deutlich schneller als bei anderen Stoffen. Diese Badesalze haben bei weitem nichts mit normalem Badesalz zu tun, sondern sind Abfallprodukte chemischer Prozesse, meist aus China oder den Niederlanden. Weil die Drogen immer neu zusammengesetzt werden, weiß niemand, was drin ist. Die gleiche Dosis kann einmal eher gering, ein anderes Mal extrem heftig wirken. Die Zahl der Zusammenbrüche ist gestiegen,
Es gibt sogar Todesfälle. Das sind hauptsächlich chemische Zusammensetzungen, die bestehende Drogen nachahmen, wie Kokain, Cannabis, und in der Wirkung ähnlich sind, aber vielfach eben auch stärker, die vom Wirkstoff immer unterschiedlich sein können. Und selbst wenn man immer dieselbe Sorte bestellt, kann man das einfach nicht abschätzen. Doch nicht nur die Unberechenbarkeit macht Badesalze so gefährlich. Da sie eben legal zu erwerben sind, glauben viele Konsumenten, dass der Stoff gar nicht so schlimm sei. Es kommt dann immer im Gespräch, wenn man sich darüber unterhält, bekommt man dann immer die Rückmeldung, ja, aber es ist doch legal, also kann es ja nicht so gefährlich sein. Und da ist eben viel Aufklärungsarbeit auch notwendig. Aus medizinischer Sicht ist die Wirkung der legalen Drogen oft lebensgefährlich. Die Substanzen verursachen körperliche Reaktionen, die vollkommen unberechenbar sind. Viele Konsumenten werden extrem aggressiv. Die Aggression gepaart mit dem Wahn, das führt dann eben zu so abstrusen Reaktionen, dass Kleinkinder aus dem Fenster geschmissen werden, weil man sie für Dämonen hält, dass man selber sich verletzt, dass man seine nächsten Angehörigen verkennt als irgendwelche Teufel und die sozusagen angreift. Das ist eigentlich die gefährlichste akute Einzelreaktion. Allein in der Drogenszene hier am Oberhauser Bahnhof in Augsburg hat die Polizei im Vorjahr 80 verschiedene Badesalze sichergestellt. Viele Drogensüchtige steigen jetzt auf die gefährlichen legalen Drogen um, denn hier haben sie kein Risiko, bestraft zu werden. Wie leicht sind Legal Highs wirklich zu bekommen? Wir suchen im Internet nach Badesalzen und Kräutermischungen. Die Online-Shops findet man sofort. Und der Bezug ist kinderleicht. Tatsächlich harte Drogen einfach übers Netz geordert. Hab dann meine eigene Seite sozusagen gehabt, Stammseite, wo ich dann immer bestellt habe. Der deutsche Staat versucht es zu verbieten, kann es aber nicht, und es ist viel zu einfach dran zu kommen. Also rein theoretisch kann ein kleines Kind, das mit dem Internet sich ein bisschen auskennt, da einfach hingehen und sich das bestellen. Bei Peter sind die körperlichen Folgen des Konsums kaum zu übersehen. Jeder Schritt fällt ihm schwer. Jetzt beginnt er mit dem Entzug. Für ihn ist das vielleicht die letzte Möglichkeit. Für mich ist es halt jetzt eine Chance, den Absprung zu schaffen. Einfach. Weil Abstinenz ist einfach das momentan für mich das Wichtigste. Jörg sagt, er habe seit 4 Monaten keine Mischung mehr geraucht. Jetzt sucht er einen Ausbildungsplatz, am liebsten als Kinderpfleger, und eine neue Wohnung. Ich will mein Leben auf die Reihe bekommen, ich will irgendwann Kinder haben, ich will eine eigene Familie haben. Ganz einfach. Was man halt so will als Mensch, denke ich einmal. Das sind so die Grundbedürfnisse, irgendwie mal was zu erreichen. Wo man sagen kann, ey, ich habe was geschafft im Leben. Und mit Drogen schafft man das halt nicht. Jörg hat den Drogen endgültig abgeschworen. Mit 20 hat er sein Leben noch vor sich. Ab jetzt will er ohne Drogen leben.